Anne, ich... So wunderschön. Weißt genau, was Frauen hören wollen. Ich sag nur die Wahrheit. Anne? Ja? Ich muss dir noch was sagen. Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, ich fand dich sofort total. Also ich habe mich vom ersten Moment an in dich verliebt. Aber als ich dann erfahren habe, dass du Lehrerin bist, ausgerechnet im Heinrich-Heine-Gymnasium, ich hatte einfach Angst, dass du nichts mehr mit mir zu tun haben willst, weil... Anne, es tut mir leid, Ich bin Paul Brandner, dein Schüler, der in Französisch immer blau gemacht hat. Guten Morgen. Anne. Ich hoffe, du hast genauso gut geschlafen wie ich. Ich dachte, wir frühstücken noch zusammen. Ich hätte nichts dagegen. Und meine Schüler sicher auch nicht. Ich muss mich beeilen. In 15 Minuten geht mein Französisch-Grundkurs in der 12 los. Stimmt. Habe ich total vergessen. Kann ich dir noch kurz was erklären? Bitte sei mir nicht böse, aber ich bin wirklich spät dran. Anne, es ist mir wichtig. Heute Nachmittag haben wir stundenlang Zeit. Dann machen wir es uns hier gemütlich und holen das Frühstück nach. Natürlich nur, wenn du möchtest. Wir telefonieren. Ja, ich rufe dich an. Jemand zu Hause? Wo kommst denn du jetzt her? Und ich dachte, ich hätte morgens mal meine Ruhe. Sag schon, wo warst du die ganze Nacht? Im Bett. Wo sonst? Und in welchem? Tja, das wüsste meine neugierige Schwester wohl gern. Quatsch, ist mir doch egal. Du kannst dich übrigens auf ein riesen Donnerwetter gefasst machen. So? Deine Französischlehrerin war gestern hier. Und Susanne weiß jetzt, dass du wochenlang Französisch blau gemacht hast. Ja, ja. Ich hole das alles nach. Lisa? In der Küche. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Immer locker bleiben. Kommst du jetzt erst nach Hause? Warst du bei Konstantin? Von mir aus. Okay, wenn du mir das schon nicht sagen willst, dann erklär mir wenigstens, warum du seit Schuljahresanfang nicht in Französisch warst. Weil Französisch völlig sinnfrei ist. Sinnfrei? Da gebe ich ihm ausnahmsweise mal recht. 2:1. Noch Fragen? Lisa geht wenigstens zum Unterricht. Lernt. Ich gehe demnächst auch mal wieder hin. Nein, kein Stress. Außerdem lerne ich ja genug, vor allem fürs Leben. Was ist los mit dir, Paul? Ich habe Hunger. Will frühstücken. Und das in Ruhe. Aber das scheint ja in diesem Haus nicht möglich zu sein. Wir müssen los, oder? Ich kann Leonard doch absagen. Im Moment scheint jedes Gespräch mit meinem Sohn eher sinnfrei zu sein. Ich
bin wirklich enttäuscht von dir, Paul. Was ist denn jetzt schon wieder? Weil ich nicht verstehen kann, dass du es darauf anlegst, deinen Abischnitt zu versauen. Pate Problem. Susanne, ich mache ein Bomben-Abi. Ich möchte wissen, wie du das mit 0 Punkten in Französisch hinkriegen willst. Aber das kannst du mir heute Abend erklären. Jetzt habe ich keine Zeit. Okay. Gibst du heute ein Gastspiel? In der Schule? Nee. War ja klar. Ist aber auch besser so. Dein blödes Grinsen hält nicht mal die Aselmeier aus. Raus. Wie heißt sie denn? Kenn ich sie? Auch wenn du Platz, weil du nicht zu tratschen hast, es geht dich nichts an. Hoffentlich ist die Frau den ganzen Ärger wert. In der Liebe ist jeder Ärger wert. Oder hast du das nach der Trennung von Konstantin verdrängt? Themawechsel. Mann, bist du nachtragend. Wieso, Sanne? Und wie du dich vorhin benommen hast, das gibt noch einen Riesenzoff. Mhm, Pech für sie. Oder für deine Neue. Ich bin 17, Susanne hat mir gar nichts mehr vorzuschreiben. Och, mein kleiner Bruder wird erwachsen. Das wird noch eine ganz große Show. Mhm, und du bekommst einen Platz in der ersten Reihe und jetzt mach die Tür zu und zwar von außen. Ah, Meursault. Hä? Wenn du dich mal ein kleines bisschen öfter in Französisch blicken lassen würdest, dann wüsstest du, dass wir gerade den Fremden lesen. Was grinst du nur so blöd? Sag nicht, du und Anne, ihr habt... Und jetzt? Ist es bestimmt egal, dass ich hier Schüler bin. Darf ich dir einen Tipp geben? Die Wahrheit geht immer nach hinten los. Anne liebt mich. Ja, weil sie noch nicht weiß, dass sie ihren Job aufs Spiel setzt. Wir halten unsere Beziehung so lange geheim, bis ich mein Abi habe. Und Anne sieht das genauso? Na klar. Ja, ehrlich. Ich habe es ihr gestern sogar schon gesagt. Im Traum. Ja, genau. Sie ist eingeschlafen. Aber was soll's? Jetzt warte ich nur noch auf den richtigen Moment. So, jetzt gib mir mal Englisch, dann habe ich wenigstens ein bisschen was. Mein Vater sagt immer, ich soll auf meinen Umgang achten. Er hat recht. Guten Tag alle zusammen. Ich bin Frau Siebert und werde Herrn Wolf heute in Englisch vertreten.